Hallo ihr Lieben, heute habe ich auch wieder ein Thema, was ganz oft zu kurz kommt, was in vielen Fällen nicht ernst genommen wird. Und zwar das Thema Dehnungsstretching. Also ich als Personal Trainer bekomme natürlich oft die Aufgabe, mit Menschen, die schon lange keinen Sport mehr gemacht haben, Sport zu betreiben. Und da stellt es ganz oft raus, dass da noch eine gewisse Leistungsfähigkeit da ist und die ist auch noch ganz gut. Aber die Mobilität, die ist ein wenig eingeschränkt. Das bedeutet, wir befinden uns ja den ganzen Tag in den meisten Fällen einer sogenannten nicht artgerechten Haltung. Das bedeutet, wir sitzen. Wir sitzen auf dem Stuhl, bewegen uns nur noch in einem minimalen Spektrum. Unser Körper ist aber für ein ganz anderes Spektrum ausgelegt. Und dann sollen wir irgendwann anfangen, Sport zu betreiben und haben ein Problem, dass viele Übungen nicht richtig funktionieren, dass die Bewegung nicht homogen ist. Jetzt habe ich euch noch einen kleinen Vermerk, da könnt ihr an diesem kleinen Vermerk könnt ihr ganz viel dran erkennen. Und zwar, während Wildtiere, Jagdtiere wie Leoparden, Geparden, Löwen, Katzen im Allgemeinen und Wildhunde so immobil und so verklebt wie der Mensch, dann würden die verhungern. Wisst ihr auch warum? Die haben keinen Kühlschrank. So, und aus diesem Grund ist es mir ganz wichtig, dass ich das raustrage in die große Welt, dass wir für unsere Mobilität sorgen müssen. Vor allem dann, wenn wir schon über 50 sind. Und aus diesem Grund machen wir jetzt Stretching. Yes, Stretching, Dehnung. Würdest du dich bitte mal hier hinsetzen? Okay, gut. Beine ausstrecken nach vorne. Die erste Übung, die ich euch zeigen möchte, Fußspitzen anziehen. So, und jetzt nimmst du die Hände so zusammen und gehst nach oben zur Decke. Bei Frauen sieht es meistens noch recht gut aus. Sie hat echt einen schönen rechten Winkel. Ich provoziere jetzt mal was anderes, gehe mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten. So, und jetzt mit den Händen ein bisschen nach vorne. Das ist das, was ich in den meisten Fällen vorfinde. Warum? Weil komplett die Muskelschlingen verklebt sind. Der Körper ist nicht offen, der Körper ist nicht mobil genug und bei vielen muss ich aus dieser Position nach einer gewissen Zeit, nach bestimmt 15 bis 20 geführten Stretching-Einheiten, kommt dann irgendwann das raus. Und dann haben wir natürlich hier eine schöne Dehnfähigkeit, die bei der Corinna natürlich perfekt ist. Warum? Soll ich euch sagen, warum? Weil sie einen Personal Trainer zu Hause hat. So einfach ist das. Gut, okay, das wäre die erste Übung. Und wenn ihr dehnt, wenn ihr Stretching macht, dann empfehle ich immer ein Stretching, was ihr jetzt nicht unbedingt nach dem Training macht. Das könnt ihr zu Hause machen, abends vorm Fernsehen. Da habt ihr die Zeit dazu und könnt euch dehnen. 20 bis 25 Sekunden in dieser Position sitzen bleiben, an der Dehnung arbeiten und jetzt kommt noch was Wichtiges, es darf auch ein bisschen ziehen und das ist ein bisschen Schmerz, minimal, ist auch normal. Warum? Zum Stretching sagt man, das ist ein Wohlfühlschmerz. Das versteht ihr jetzt natürlich noch nicht. Erst wenn ihr nach dem Training aufsteht und spürt, wie mobil ihr seid und vor allem wie geschmeidig, vor allem, wie gut ihr danach schläft. Das ist der absolute Hammer. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Deswegen machen wir jetzt eine komplette Einheit. Bitte nochmal anfangen. Zack, Fußspitzen anziehen, Fußspitzen nach hinten. So der hintere Anteil hier oben gerade nach oben schieben und gleichmäßig atmen. Das Ganze 20 bis 25 Sekunden. Ganz wichtig immer einatmen durch die Nase und lange durch den Mund. Über die Nase 3 Sekunden ein. Und 6, 7 Sekunden über den Mund aus. Da kommt auch noch dazu, dass das eine tolle Atmung ist, euch zu entspannen. So, das wäre der erste Durchgang gewesen. Ihr stellt euch jetzt einfach vor, es sind immer 25 Sekunden. Gut, und jetzt bitte die Beine öffnen nach außen. Und jetzt legst du die Hände bitte in die Mitte auf den Boden. So, Fußspitzen nach hinten und in der Hüfte so weit aufmachen, bis die Hüfte zulässt. Gut, okay. Und jetzt gehst du mit den Fingerspitzen ein bisschen weiter nach vorne. So bleibst du. Und jetzt kommt das Wichtigste. Rücken gerade, Brust raus. So bleiben, Hände auflegen. So, und jetzt spürst du sicherlich den hinteren Anteil des Oberschenkels, auch ein bisschen die Wadenmuskulatur, die innere Oberschenkel. Und jetzt auch wieder 20, 25 Sekunden in dieser Position bleiben. Immer dann, wenn ihr spürt, es lässt ein bisschen nach, dann könnt ihr minimal nachziehen. Gut, nicht zu viel, nicht zu grob.
sondern ganz fein dosiert. Die Fußspitzen sind schön angewinkelt, die Füße sind nicht nach außen rotiert, sondern zeigen senkrecht nach oben und der Rücken ist so gerade wie möglich. Spürbar? Ja. Sehr schön. Gut, 25 Sekunden sind vorbei, aufrichten. So, jetzt nochmal die Arme nach oben in den Strecksitz. Sehr schön. Schön gestreckt sitzen, in der Hüfte aufrichten und hier oben ganz gerade. Dass es am Anfang bei euch nicht so aussieht, das ist völlig normal. Warum? Die Corinna macht das natürlich regelmäßig. Vorher darf sie nicht ins Bett. So, schön halten, 20, 25 Sekunden und wieder die Atmung über die Nase ein. 3 Sekunden circa und über den Mund. Lange ausatmen, ganz gerade bleiben. Gut, okay. Jetzt wieder runter, Beine schließen, Beine gestreckt lassen und jetzt die Hände hier oben drauflegen. So, jetzt festhalten und jetzt ganz wichtig, Brust raus, Rücken gerade. Brust raus, Brust raus. So, immer die Brust nach vorne, die Fußspitze nach hinten gezogen. Jetzt spürst du hinten den kompletten Anteil von der Wadenmuskulatur über die Beinbeugemuskulatur bis hinten hoch am Rücken, Rückenstrecker. Das ist eine Muskelschlinge. Und diese Muskelschlinge, die ist natürlich dann, wenn wir sitzen, viel kürzer wie im Stehen. Und deswegen sind wir komplett verklebt, weil die sich den ganzen Tag in dieser Position befinden. Wir bleiben jetzt hier 25 Sekunden. Wir haben wir fast. Also ihr stellt euch vor, das geht jetzt einfach ein bisschen schneller. Gut, okay, aufrichten. So, jetzt streckst du das rechte Bein nach vorne aus. Und das linke Bein legst du mit der Fußsohle seitlich an. So. Gut. Darauf achten, dass hier ungefähr der Knöchel am Knie ist, die Fußsohle nach hinten gezogen, im Winkel. Jetzt legst du bitte beide Hände hier drauf. Okay. So, Fußspitze nach hinten. So bleiben. Jetzt die Brust nach oben. So, dann spürst du auch wieder den hinteren Anteil des Oberschenkels, auch den Rücken und den Beckenboden spürt man. Und jetzt mit diesem Bein auf der Seite drückt man nach unten. So, und jetzt wo ist die Atmung? Tief Luft holen. Und lange ausatmen. Ausatmen, 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 ausatmen. Rücken gerade, Brust raus. Sehr schön. Fußspitze nach hinten gezogen. Sehr gut. Und jetzt mal die andere Seite bitte. Sehr schön. Jetzt beide Hände hier drauflegen. Gut. Okay. Fußsohle nach hinten ziehen. Okay, so bleiben. Einmal tief Luft holen. Und lange ausatmen, 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 Rücken gerade, nicht den Rücken rund machen, nur so weit nach vorne gehen, dass der Rücken noch gerade bleibt. Und nochmal, wo ist die Atmung? Sehr schön. Nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Und über den Mund ausatmen, 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 ausatmen. Bis nichts mehr drin ist. Dadurch entspannt sich der Körper, dadurch lässt der Körper locker. Gut, jetzt die Fußsohlen zusammenlegen. Genau, so. Also nicht den Schneidersitz, nicht übereinander, sondern die Fußsohlen zusammen. So, jetzt hältst du dich hier an den Knöchel. Der Rücken so gerade wie möglich. Brustwirbelsäule nach oben. Und jetzt schiebst du bitte die Knie langsam runter zum Boden. Vorsichtig, das ist der Innenschenkel. Den müsstest du jetzt spüren. Ja. Brust raus, Rücken gerade. Und auch hier wieder. Richtig, tief einatmen über die Nase und dann langsam ausatmen. Dann spüre ich hinten mit meiner Hand, wo ich sie hinten festhalte, spüre ich, wie der Körper sich entspannt. Somit machen wir zwei Dinge. Wir dehnen und bringen gleichzeitig noch Ruhe in den Körper, weil durch diese lange Ausatmung, das ist eine Atmung, wo den Pendel, den inneren Pendel beruhigt. Spürst du das? Das könnt ihr immer machen, auch wenn ihr es abends macht. Danach könnt ihr top schlafen. Dreimal in der Woche abends. Stretching geht ca. 17 bis 18 Minuten. Für den Anfänger 20 bis 22 und nach ins Bett. Ihr schlaft göttlich. Nochmal. Sehr gut. Okay, und jetzt legst du dich bitte auf den Rücken. Das rechte Bein bitte ausstrecken. Ausstrecken auf den Boden bitte. Die Fußspitze zur Nase. Jetzt nimmst du das linke Bein nach oben und greifst mit beiden Händen an der Kniekehle. Die Fußspitze ist angezogen. So, und jetzt bauen wir ein Gleichgewicht auf zwischen Zug in den Armen und Streckung in den Beinen. Bisschen mehr das Bein strecken, nicht mit Gewalt,
sondern vorsichtig. Gleichgewicht zwischen Zug nach hinten und Streckung nach oben. Und das spürt ihr im hinteren Anteil des Oberschenkels spürbar. Ja. Und hier oben immer einen leichten Druck. Dann ist hier, geht's los, öffnet sich ganz nach hinten. Und auch hier spürt ihr am Anfang, tut es sehr weh, Wohlfühlschmerz. Und nach einer gewissen Zeit wird es besser. Und dann, wenn es ein bisschen besser wird, dann müsst ihr minimal nachstrecken. Minimal, ganz minimal. Und immer so diesen leichten, minimalen, leichten Schmerz spüren. Sehr gut. Und dann öffnet sich Step by Step der Muskel. Die Verklebungen lösen sich. Und dann spürt man danach, wenn man im Stretching fertig ist, wow, das fühlt sich einfach viel besser an, viel geschmeidiger. Und dann sind auch alle Bewegungen viel homogener und viel geschmeidiger. Das kann man sehen. Wenn Menschen regelmäßig stretchen, bewegen die sich ganz anders. Wie Menschen, die völlig verklebt sind und sich immer in einer nicht artgerechten Haltung befinden. Gut, andere Seite. Das ist natürlich zwischendurch immer länger, 25 Sekunden, weil ich gerade rede dabei, aber 25 Sekunden in der Dehnphase bleiben, das reicht völlig aus. So, da haben wir das gestreckte Bein. Immer darauf achten, dass es schön gestreckt bleibt. Hier festhalten an der Kniekehle, Zug nach hinten, Fußspitze zur Nase. Und jetzt kommt die Parallelkraft. Versuchen, das Bein zu strecken. Langsam, ne, bleib hier ruhig hier oben, bleib hier oben. Bein langsam strecken, gut, stopp. Wieder da bleiben. Jetzt kommt der Punkt, wo der Muskel sagt, aua. Und nach einer gewissen Zeit öffnet er sich. Dann merkt man ein bisschen weniger und dann dehnt man ein bisschen nach. Jetzt kommt wieder aua. Spürst du das? Ja. Ja, kommt aua und nach 4-5 Sekunden löst sich das. Und dann nochmal aua bitte und wieder aua. Und so öffnet sich der Muskel langsam aber sicher, wenn ich jetzt noch gemein bin, dann fange ich hier oben an noch zu ziehen. Und dann sehe ich das im Gesicht. Aua. Gut, Beine ablegen. Einmal ausstrecken die Beine. So, jetzt geht es weiter. Den nächsten Anteil ist folgendes. Du nimmst das Bein bitte nach oben. Hältst es so, das andere Bein gibst du mir. So, und jetzt legst du das Bein hier drauf. So drauf. Jetzt gibst du mir die Hand. Die greift hier unten an der Kniekehle. Und die Hand schiebt das Knie nach vorne. Kopf ablegen bitte. So, jetzt schiebst du das Knie nach vorne. Spürst du seitlich am Po? Ja. Das ist jetzt hier seitlich an der Po-Muskulatur. Da drin ist ein Muskel. Das ist der liebe Empiriformis. Das ist mein Lieblingsmuskel, weil er so einen geilen Namen hat. Piriformis. Und der Muskel, der ist in der Lage, echt unsere ganze Hüfte zu demobilisieren, dass wir bocksteif sind. Wenn ihr Brasilianerinnen anguckt bei der Bewegung, die haben den Muskel richtig im Griff, weil da darf bei denen nicht blockiert sein. Sehr schön. Noch ein bisschen nachdrücken. Einfach hier den Unterschenkel waagrecht, hier reingreifen, hier nach hinten ziehen und hier nach vorne drücken. Gegen Gewicht. So, und auch wieder eben die 25 Sekunden. Immer in die Position bleiben, nicht locker lassen, sondern in der Position bleiben, halten. Und nach ein paar Sekunden merkt ihr, wie es besser wird. Dann wieder nach vorne schieben. Halten. Sieht man ganz genau im Gesicht. Ich kann das ganz genau erkennen, ab wann es weh tut. Und ab wann es wieder besser wird, das sieht man in der Gesichtsmimik. Nochmal weiter vorne. Vorschieben, nicht locker lassen, vorschieben. Wenn ihr zwischendurch immer wieder locker lasst, dann seid ihr auf dem falschen Weg. Jetzt mal wechseln der Beine. Auflegen. Jetzt das Bein nach vorne schieben, hier auf die Seite, da drauf drücken. So, hier halten. Und jetzt atmen bitte. Und lang ausatmen. Da könnt ihr zwei Sachen miteinander machen. Einmal Dehnung. Die Muskulatur, die Verklebungen lösen, öffnen. Und dazu könnt ihr euch noch innerlich entspannen. Und das ist vom Schlafen mega. Danach schlaft ihr viel, viel besser. Viel tiefer. Okay, gut. Dann legst du dich jetzt bitte auf die Seite. Arm auf die Seite legen. So bleibst du jetzt mal kurz liegen. So, und jetzt gibst du mir deine Hand. Und nimmst hier das Bein, hältst hier fest. Und jetzt achten wir, dass wir hier parallel bleiben, also nicht das Knie jetzt zu weit nach oben drehen, hier parallel bleiben. So, und jetzt kann ich auch wieder gucken, ab wann ist gedehnt. Guck mich mal an. Jetzt fängt die Dehnung an. Das siehst du ganz genau im Gesicht, weil ich mache das natürlich bei meinen Kunden immer mit Führung. Ich bringe das denn bei. Und da ist es wichtig, die Körpersprache, für mich die Körpersprache zu sehen. Warum? Weil ich natürlich hier mit Kraft den Hebel ansetze, was ihr zu Hause nicht macht. Und dann sehe ich immer, ab welchem Moment ich in der richtigen Position bin. Jetzt bin ich wieder in der richtigen Position. So, und es geht jetzt wieder 5 Sekunden.
4, 5 und jetzt gehe ich in die nächste Position. Dann sehe ich sofort im Gesicht, aha, passt. Und so müsst ihr das selber machen. Immer dann, wenn ihr spürt, es lässt es nach, minimal mit Feingefühl nachziehen. Und dann öffnet sich hier vorne, das müsstest du spüren, die Muskulatur, die war vorher ganz stark verklebt. Die ist normal, dass die oft verklebt sind, vor allem bei Frauen. Warum? Wenn Frauen hohe Schuhe haben, dann laufen sie ganz oft auf dem vorderen Oberschenkel. Die Last nach vorne verteilt, dann ist der sehr stark verklebt. Gut noch? Ich sag, das ist zu viel, dann mach du es selber. Gut, andere Seite, dreh dich mal um. Jetzt auf die Seite rüber. Heute habe ich einen traumhaften Job, wisst ihr warum? Ich mache es am Sofa aus. Selten, dass ich mal auf dem Sofa sitze und es vom Sofa aus mache, aber das ist gut so. Okay? So, sie hat den Fersen schon am Po und jetzt ist natürlich schon in einem sogenannten Wohlfühl, Komfortzone. Die Komfortzone wollen wir nicht, deswegen ein kleines bisschen nach hinten ziehen. Ah, und schon sehe ich in der Gesichtsmimik, passt, halt so bitte, selber halten. Spürbar am vorderen Oberschenkel? Ja. Ja. Gut, okay. Das war die nächste Übung. Jetzt gehst du bitte in den Vierfüßlerstand und mit dem Gesicht nach vorne, dass wir dich alles sehen können. Vierfüßlerstand. So, und jetzt einen ganz großen Tipp für euch. Was machen Katzen, wenn sie morgens aufstehen? Die strecken sich, oder? Okay. Richtig. Und genau das, ja, die machen einen Buckel einmal. Richtig, super. Gut erkannt. Und es hat einen Grund, warum die das machen. Die sind nämlich verdammt schlau. Wir sind da manchmal nicht so schlau. Wir wissen es nicht, dass wir das machen sollen, weil jetzt öffnen sich hier hinten die Verklebung. Und dadurch wird natürlich die Muskelmasse geöffnet. Die wird nachher viel geschmeidiger. Schön den Kopf nach unten. Und den Katzenbuckel machen. Richtig, ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein Seil, das zieht euch hier zentriert nach oben. Sehr schön. Das machen wir wieder 20, 25. Dann gehst du runter. Was macht die Katze noch? Nehmen wir die Hände ganz nach vorne. Yes, und jetzt zieht sie mit dem Po nach hinten, macht sich ganz lang. Seht ihr, wie die Krallen ausfahrt, vorne reinkrallt und jetzt zieht sie mit dem Po nach hinten. Sehr schön. Natürlich auch hier in dem Bereich wird geöffnet, die Wirbelsäule wird geöffnet. Da bleiben auch wieder 20, 25 Sekunden. Sehr schön. Atmung bitte nicht vergessen. Nicht die Luft anhalten, immer schön gleichmäßig durchatmen. Das macht sie sehr gut. So, wir haben auch wieder unsere 20, 25 Sekunden. Aufrichten bitte. Und jetzt bleib so, die Knie ein bisschen breiter stellen. Die Arme sind hervorragend so, wie sie sind. Jetzt kommt im Stretching die Übung, was für die meisten am kompliziertesten ist. Deswegen erkläre ich es jetzt in aller Ruhe. Die rechte Hand setzt sich jetzt eine Handlänge vor der linke Hand hierher. Jetzt nimmst du die linke Hand und greifst dich mal an den gelenkten Daumen durch. Super. So bleiben. Okay. Und jetzt, wenn du in der Position bist, Achtung, jetzt kommt hier eine Rotation in den Schultergürtel. Richtig rüber. Und jetzt ziehst du den Po nach hinten. Po zieht, Po zieht, Po zieht. Jetzt musst du es hier spüren. Spürst du es im seitlichen Rücken? Ja. Zieh nach hinten. Das ist der große, der Latissimus, der äußere Teil. Und es ist wichtig, dass der gedehnt wird. Daumen unten durch. So, und jetzt nach vorne ziehen. Sonst kann man nicht richtig ziehen, wenn der Daumen oben drüber ist. Und den Ellbogen auf dem Boden nicht auflegen. Und schön vorne festhalten, nach hinten ziehen. Sehr schön. Atmen gleichmäßig. Tief Luft holen, lange ausatmen. Aufrichten in die Ausgangsposition. Jetzt probierst du es alleine. Arme weiter nach hinten, dass sie senkrecht zeigen. So, weiter nach hinten, ja. Festhalten mit dem, so jetzt rotieren und, na, die Rotation hast du vergessen. Rotation und nach hinten ziehen. So, und so in der Rotation bleiben. Und durch diese Bewegung hier ist der Latissimus hier außen spürbar. Ja. Sehr schön. Und der ist wichtig, warum? Machen wir weiter. Weil der Latissimus, wenn ihr sitzt, dann seid ihr immer so in dieser Rundhaltung. Und durch diese Rundhaltung ist er verklebt und dann öffnen wir ihn. Und wenn wir ihn öffnen, dann sitzt ihr so und nicht so. Das sieht gut aus. 20, 25 Sekunden sind vorbei. Gut, aufrichten. Jetzt nimmst du den Fuß nach vorne. Stellen auf den Fuß drauf. Jetzt kommt die Dehnung für den Hüftbeuger. Kennst du die? So, jetzt musst du hoch und musst dich ganz einfach hier abstützen. So. Das Knie muss ein bisschen weiter nach hinten. Okay, abstützen. Genau, Fußspitze hinten und jetzt kommst du mit geradem Rücken langsam nach vorne, richtig. Und somit haben wir jetzt hier auf der Seite zu mir, hier unten drin, das ist der Hüftbeuger. Und dieser Hüftbeuger und der Vorderoberschenkel, die werden hier gedehnt, vor allem der Hüftbeuger. Jetzt müsstest du ein bisschen die Leiste spüren, minimal in der Leiste. So, und dann haben wir auch wieder 20, 25 Sekunden.
Gut, jetzt wechseln wir die Beine. Einmal wechseln bitte. Sehr großer Schritt nach vorne, größerer Schritt, super, vorne abstützen. Und jetzt schiebt ihr den nach vorne. Diese Übung kennt ihr alle, auch ihr Ladies, die regelmäßig Fußball schauen. Das machen unsere Fußballjungs oft in der Aufwärmphase. Warum? Weil dieser Hüftbeugemuskel, der Iliopsoas, den nennt man auch Schussmuskel, wenn der verklebt ist und zu stark in der Mobilität eingeschränkt und die hauen gleich drauf, dann könnte das dazu führen, dass der einreißt, anreißt, wehtut und das ist eine lange, schmerzhafte Geschichte. Gut, das darf unseren Stürmern natürlich nicht passieren. Gut, das wären jetzt einmal die gewesen, jetzt geht's weiter. Die nächsten Übungen machen wir jetzt im Stehen und zwar einmal für die Brustmuskulatur, wichtig. Dann haben wir noch Schultermuskulatur, Trizepsmuskulatur, Nackenmuskulatur. Achtung, passt auf. Und zwar, ihr stellt euch an die Wand, legt den, jetzt in meinem Fall, den rechten Arm nach oben an. Corinna, machst du das? Komm, du darfst das machen. Die kennen die wenigsten, rechten Hand oben anlegen, Daumen nach außen, diesen Fuß hier nach vorne strecken. So, bisschen tiefer, 45 Grad. Okay, und jetzt ein bisschen nach außen rotieren und ein bisschen nach vorne fallen lassen. Aber der Daumen sollte außen bleiben. So, und Arm strecken. Und jetzt müsstest du hier an der Brustmuskulatur. Ist die Brustmuskulatur, fühlst du eine leichte Dehnung. So, nach außen rotieren und ein kleines bisschen in die Richtung fallen lassen. Das auch wieder 20 bis 25 Sekunden. Schön gleichmäßig atmen. Jetzt nimmst du die andere Seite. Wir verkürzen die 20, 25 Sekunden. Okay. Jetzt musst du immer das gleiche Bein nach vorne strecken. Das gleiche Bein. Und wo war der Daumen? Gut. Daumen nach außen. So, und auch wieder hier diese Öffnung im Körper, diese Rotation und ganz leicht das Körpergewicht zu mir fallen lassen. Und dann habt ihr die Brustmuskulatur, weil die hat hier einen Ursprung hier innen. Die Muskelfasern laufen nach außen, die werden geöffnet. Und dann seid ihr im Schultergürtel viel mobiler. Okay, gut, dann einmal drehen bitte zur Kamera. Ein bisschen weiter nach innen laufen. So, und jetzt haben wir als nächstes natürlich einmal den Trizeps. Den kennen ganz viele, wie der geht. Den Arm nach oben, Unterarm abwinkeln. Die andere Hand hier oben drüber und jetzt zur Mitte ziehen. Zur Mitte ziehen und dann wird hier der Trizeps geöffnet. Auch wenn diese 20, 25 Sekunden darauf achten, dass ihr und lange ausatmet, tief einatmen und lange ausatmen. Das ist diese Seite, okay, und dann mal die andere Seite. Sehr gut, auch wieder in die Mitte vom Körper ziehen, hier in die Mitte rein, hier festhalten, rüberziehen und jetzt, wo ist die Atmung? Tief Luft holen und nochmal alleine. Sehr schön. Da merkt man schon bei der Atmung, wie die Entspannung im Körper kommt. Das war jetzt der Trizeps. Jetzt geht es weiter. Wir machen noch die Schulter. Ich stehe neben dich und zwar greifst du hier am Ellbogen. Und jetzt ziehen wir den Ellbogen zur Mitte vom Körper so, und schieben gleichzeitig den Ellbogen auf diese linke Seite, schieben wir auf rechts rüber. Du hast jetzt nicht den gleichen Arm wie ich. Mach mal so, genau. So, und jetzt schiebst du die Schulter, ziehst du darüber. Und jetzt merkst du, wie hier ein leichter Zug entsteht, da auf diesem Anteil. Mhm. So, das heißt, hier mit dem Ellbogen rein, die Schulter nach außen schieben, ein Gegengewicht aufbauen, dann habt ihr hier den seitlichen Anteil der Schulter. Andere Seite bitte nochmal. Okay, rüberziehen, aber gleichzeitig nicht im Körper rotieren, hier bleiben und dann habt ihr hier diese Muskelfasern, die sich öffnen. Gut, dann haben wir noch eine. Gut, okay, jetzt kommt noch eine, die mache ich einfach mit. Und zwar, wir stehen gerade, Arme seitlich an den Körper und dann legen wir die Hand oben auf den Kopf und der Mittelfinger ist am Ohr. Und jetzt neigen wir den Kopf auf diese Seite rüber und schieben auf der anderen Seite gegenüberliegend die Hand nach unten. Und jetzt rotieren wir den Kopf langsam nach unten, gehen zur Brust. So, den Kopf nach unten und jetzt spürst du hier an der Nackenmuskulatur, hier musst du es spüren. Spürst du es da? Ja. Sehr schön. Das ist die Nackenmuskulatur, die ist ganz wichtig für euch, weil die meisten Menschen und die meisten draußen, ihr sitzt beim Arbeiten, ihr seid am PC und diese Muskulatur neigt immer sehr stark zur Verklebung und zur Verkürzung. Verklebung. Andere Seite. So. Atmung. Müsst ihr unbedingt probieren. 3-4 Sekunden einatmen, 7-8 Sekunden ausatmen.
Parasympathikus, Sympathikus, Atmung. Perfekt zum Entspannen. Wunderbar zum Eingrooven abends, bevor ihr schlafen geht. Ihr schlaft ganz tief wie ein Baby. Wenn ihr diese Übung vorher macht, dreimal in der Woche abends, Investment, gut, reicht. Dreimal in der Woche abends, 15 Minuten für die Fortgeschrittenen, die es schon ganz gut können. Die Anfänger brauchen vielleicht bis zu 25 Minuten, bis sie die ganzen Übungen durchhaben. Das ist eine perfekte Schlafvorbereitung. Perfekt für die Mobilität. Natürlich könnte man es auch morgens machen. Natürlich könnte man es auch nach dem Training machen. Wobei immer noch darüber gestritten wird, nach dem Training, vor dem Training, während dem Training. Für mich ist es wichtig, dass man es überhaupt macht. Ich mache es nicht im Training. Warum? Weil ich natürlich nicht die Zeit dazu habe, auch nochmal nach dem Training nochmal Stretching zu machen, weil da ist mir das Zeitfenster so groß. Deswegen für euch da draußen, ihr habt meistens eh nur eine Stunde Zeit, eineinhalb Stunden Zeit, macht gerne abends, bevor ihr ins Bett geht, weil ihr einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagt. Ihr macht Dehnung, ihr seid mobiler und vor allem ihr öffnet den Körper und ihr könnt danach viel besser schlafen. Das war das Thema Stretching und ich hoffe, es macht euch Spaß. Noch ein ganz wertvoller Tipp für euch. Das Thema wird ganz oft vernachlässigt. Viele machen alles, aber dieses Thema nicht und wundern sich manchmal, warum gewisse Bewegungsausführungen ihnen so schwer fällt, warum gewisse Bewegungsausführungen unangenehm sind, warum die Kniebeuge nicht funktioniert, warum der Ausfallschritt nicht funktioniert. Ich kann es euch sagen, warum. Weil euch ein Teil der Mobilität fehlt und mit diesen Übungen könnt ihr auch eure Mobilität unterstützen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.